Willkommen Leute zu einer weiteren Folge mit den besten Kartendesigns in Yu-Gi-Oh! Und auch heute werde ich euch wieder 10 Karten zeigen, die ich persönlich sehr hübsch finde, süß finde oder die ich einfach sehr gut designt finde. Und wie immer wird das Ganze auf meiner eigenen Meinung basieren, das heißt, wenn euch einige Karten nicht gefallen, die mir gefallen, dann tut mir das sehr leid. Aber ihr könnt mir gerne weitere Karten in den Kommentaren vorschlagen, die ihr cool findet und wenn ich die auch gut finde, dann kommen die vielleicht mal hier in diesem Format dran. Wie auch immer, wir fangen direkt mal an mit der ersten Karte und die nennt sich Lava Golem. Und holy shit, wurde mir diese Karte oft vorgeschlagen in den Kommentaren und ich kann es auch vollkommen verstehen. Ich finde es sehr cool, wie sie die Lava gemacht haben von dem Golem, denn man kann Lava auf jeden Fall ziemlich einfach versauen vom Design her. Aber ich finde sie hier sehr gut gelungen. Sie hat diese ja, warmen Feuerfarben, wie man es halt so kennt, also rot bis gelb. Und dann diese schwarzen ja, Gesteinsplatten auf der Magma drauf. Finde ich eigentlich eine sehr gute Entscheidung und ich finde, so sollte man Lava auch immer darstellen auf solchen Artworks. Und ich finde dieses Männchen in dem Käfig ganz cool, das quasi komplett hilflos ist und dieser mächtige Golem steht hinter ihm. Und es repräsentiert so ein bisschen die Furcht eines jeden Spielers, so ein Monster abzubekommen, weil wenn man das eigene Feld verliert, von einem Monster das einfach so aufs Feld hüpfen kann. Quasi der Gegner tributet deine eigenen Monster weg und gibt dir dann Lava-Golem, der dir Burn-Schaden macht. Man hat durchgehend Angst vor dem Monster, das heißt, man ist quasi selbst derjenige, der in dem Käfig da ist. Man ist dem Lava-Golem ausgeliefert. Finde ich eigentlich ziemlich cool, die Idee von dem Artwork. Und ich mag auch die Flammen, die von dem Käfig ausgehen und die gelbe Outline am Körper, beziehungsweise orange, ne, vom Lava-Golem. Lässt das Ganze noch so ein bisschen hervorstrahlen. Und ich finde persönlich sogar den blauen Hintergrund sehr schön, weil er einen schönen Kontrast bietet zu den roten Flammen vom Lava-Golem. Wie auch immer, es gibt noch einige andere Karten, die ich sehr stark feiere, beispielsweise der Trishula, Drache der Eisbarriere. Denn, naja, er ist quasi das Bossmonster von Ice Barrier, einem sehr schwachen Deckthema, aber der Trishula ist ultra stark. Der wird ja in sehr vielen Decks auch gespielt. Ich finde die drei Köpfe sehr cool und einfach diese kalte Atmosphäre von dieser Karte. Ist quasi ein richtig cooler Eisdrache und man sieht quasi im Hintergrund so einen Blizzard, könnte man sagen, der vom Trishula ausgelöst wird. Richtig geil, blau bis weiß halt, wie man halt so Eis kennt, ne? Und ich glaube, ich erkenne da sogar im Hintergrund hinten rechts einen Berg, oder? Könnte sein. Könnte man auf jeden Fall philosophieren, ob da ein Berg ist. Ja, ich mag einfach das Design von einem Drachen mit den drei Köpfen und auch die Flügel sehen ziemlich cool aus. Das ist einfach ein perfektes Design, daran will ich gar nichts ändern. Und ich mag auch den Schweif tatsächlich, den man hinten auch sieht, hinten links. Und dann kommen wir mal zu einer sehr süßen Karte, nämlich die gute Karte Kuscheltier-Pinguin. Eines der süßesten Kuscheltier-Karten überhaupt, wie ich finde. Ein kleiner Pinguin, der seine Flügel ausbreitet. Und ich finde diese Fliege, die er hat, quasi so Flügel, ziemlich cool, weil Pinguine, die können ja nicht fliegen und das ist so ein bisschen ironisch gemacht. Und ich finde den Kopfhörer auch ziemlich geil. Aber am süßesten, muss ich sagen, finde ich die Augen und die Nase, also sein Gesicht. Das ist so simpel gehalten, aber es ist mega süß und auf jeden Fall eine Karte, die man gerne mal knuddeln würde. Aber jetzt kommen wir mal zu einem der besten Designs in ganz Yu-Gi-Oh! Ohne Diskussion. Ich liebe das Design und sehr viele Zuschauer ebenfalls, nämlich Überläufer. Eine verbotene Zauberkarte und die ist perfekt. Die ist einfach gut. Der Hintergrund sieht prima aus, einfach rechts so ein paar kräftige, aber ich sag mal gute Farben und links diese ganzen finsteren lila-schwarzen Farben und einfach wie dieser Engel quasi in zwei Teile gespalten ist, also links quasi böse und rechts lieb. Es passt einfach alles. Es ist so eine gute Karte vom Design her. Konami hat selten eine so gute Arbeit geleistet, finde ich. Es gibt aber noch weitere alte Karten, die mir sehr gut gefallen, beispielsweise der gute alte Zeitzauberer, denn das ist eine Karte, an der möchte ich nichts ändern. Er ist mir einfach ans Herz gewachsen, einfach weil ich schon viele coole Duelle mit ihm hatte, so Fun-Duelle, und der Effekt ist ziemlich lustig, er kommt im Anime sehr oft vor, ist ja von Joey benutzt worden, eines seiner wichtigsten Karten nämlich, und ja, er ist einfach cool. Ich finde die Idee dahinter mega cool, dass man quasi so einen Mann genommen hat, der aussieht wie ein Wecker und der über die Zeit herrscht. Ich mag auch sein Zepter, das ist eine sehr coole Idee, dass er so ein Zepter hat, um die Zeit zu verändern, auch im Anime. Und interessant, dass man diese Zahnräder benutzt hat, um das Ganze noch ein bisschen aufzubessern vom Design her. Aber auch das finde ich ganz cool und es bietet auch einen schönen Kontrast zu dem lila Umhang und Schuhen, die der Zeitzauberer hat. Nur der Hintergrund, den hätte man vielleicht ein bisschen anders machen können, das ist einfach ein random grüner Strudel. Das hätte man vielleicht ein bisschen besser lösen können. Aber an sich ist das Kartendesign extrem gut. Dann mal zu einem kleinen, naja, Wortwitz, nämlich Ameisenfressender Ameisenbär. Und ich glaube, dass man da einen Übersetzungsfehler gemacht hat, denn ich glaube, es soll eigentlich heißen Ameisenbär fressender Ameise. Ich glaube schon. Und die Idee von der Karte finde ich einfach mega genial. Ich meine, klar, die Karte ist ein bisschen hässlich, deswegen würde ich sie auf jeden Fall nicht zu den hübschen Karten zählen, aber dennoch zu den guten Artworks und zu den guten Designs, denn
Es ist einfach ein cooler Wortwitz und ja, eine gute Idee. Einfach eine gute Idee. Sowas möchte ich häufiger sehen. Die Karte ist zwar nicht gut oder so, aber ja, mir gefällt sie sehr. Und ich mag den Ameisenbär, der unten rechts ist im Artwork und der extrem viel Angst hat. Ich glaube, man sieht sogar so einen Schweißtropfen, der von seinem Kopf runtertropft, oder? Ich glaube, das soll dieses blaue Teil sein am Ameisenbärkopf. Gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut, das Design. Und dann kommen wir direkt mal zu einer weiteren Karte, die euch auch sehr gut gefallen hat, nämlich der gute böse Held Dark Gaia. Und ja, an der Karte ist ebenfalls alles wunderbar. Die Flügel sehen richtig cool aus. Ich habe selten ein geflügeltes Monster gesehen, wo die Flügel so gut zum Monster passen. Die helle Rüstung von dem Dark Gaia finde ich auch ganz cool, vor allem weil er auch so ein bisschen maskiert ist. Und der Hintergrund ist bei der Karte echt krass gelungen. Der blutrote Himmel und die Lava am Boden, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob es Lava sein soll oder einfach so ein Ödland, aber beides ist cool. Und es passt einfach prima zu der Karte. Auch hier gibt es mal wieder eine sehr schöne helle Outliner-Monster, damit das Ganze hervorsticht. Und ich mag die Pose von dem Helden sehr. Und ich mag auch den Teufelsschwanz. Den übersehen einige bei der Karte, weil ja, das symbolisiert nochmal die Boshaftigkeit von dem Helden. Und dann kommen wir vielleicht mal zu einem Design, das nicht so viele erwartet haben von mir, nämlich die gute elektromagnetische Schildkröte. Denn ich mag die Idee von der Karte einfach sehr. Und man hat hier so viel Wert auf Detail gelegt, das finde ich richtig schön. Klar, man hat diesen Plus-Minus-Pol auf seiner Unterseite von seinem Körper. Und das Ganze ist so ein bisschen mechanisch halt. Ich meine, das ist halt eine Maschine. Aber besonders cool finde ich seinen Schweif. Das ist nämlich ein Magnet. Und das übersehen viele, die einfach mal so mal kurz die Karte spielen in ihrem Deck. Das beachten vielleicht gar nicht alle. Und ich mag auch die Blitze, die hinter ihm sind. Und ich muss sagen, die grünen Blitze zusammen mit dem grünen Hintergrund ergänzen sich prima. Ich will daran gar nichts ändern. Das ist für mich ein ziemlich optimiertes Design. Was aber noch viel, viel cooler ist, und ja, das wurde mir wohl mit am meisten vorgeschlagen in den Kommentaren, ist der schwarze Rosendrache. Was soll man dazu sagen? Die Karte sieht fantastisch aus. Es ist ein verdammt cooler Drache, der quasi aus Rosenblättern besteht. Und er hat überall Dornen an sich. Der Hintergrund sieht auch ziemlich cool aus. Er sieht verdammt mächtig aus. Einfach wie er da so fliegend auf dem Kartendesign abgebildet ist. Der Hauptkörper von dem Drachen finde ich gar nicht mal so geil, aber die Flügel sehen einfach so cool aus. Und wenn man die Karte mal hat in so ein paar coolen Raritäten im Real Life, wäre auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Gefällt mir sehr gut und ist ja auch eine sehr gute Karte im eigentlichen Spiel. Und ich mag auch seinen Schweif, weil er so viele Dornen hat. Das gefällt mir. Auf jeden Fall eine der besten Kartendesigns aller Zeiten. Und dann kommen wir nochmal zu einer süßen Karte zum Abschluss, nämlich der gute Maron, außergewöhnlicher Hund. Und ja, es ist einfach ein Hund, ein kleiner Babyhund mit einer Marke, die aussieht wie ein Knochen, wo ein M draufsteht, quasi für Maron. Und das ist ziemlich cool. Der Effekt ist ja ein bisschen, ja, ungewöhnlich, sag ich mal, für das Spiel. Und dementsprechend kann man auch diese Fragezeichen erklären, weil es halt ein sehr mysteriöser Hund ist. Ich finde es aber traurig, dass sie da so eine Karte entwickelt haben, die nennt sich Schädelhund Maron. Das ist quasi die tote Version davon. Das finde ich ein bisschen makaber, aber okay, es gibt auch eine Maschinenversion, nämlich der Maschinenhund Maron. Die sind auf jeden Fall auch alle halt an Maron angelehnt. Und es gibt ja auch noch die Karte Wo bist du? Und da ist er ja auch unten rechts im Artwork zu sehen. Auf jeden Fall auch eine Karte, die Konami sehr oft in verschiedenen Artworks verwendet hat. Und ja, sie gehört ganz klar zu den süßesten Karten aller Zeiten. Wie auch immer, das war's schon mit den heutigen 10 Karten, die ich euch vorstellen wollte. Wie immer könnt ihr weitere Karten in die Kommentare schreiben, die ich hier erwähnen soll. Und wenn sie mir auch gefallen, dann kommen sie mal hier dran. Und natürlich suche ich sämtliche süßen Karten, schönen Karten und auch guten Kartendesigns. Aber beachtet, wie gesagt, dass nicht alle Karten, die mir gefallen, auch euch gefallen werden. Wie auch immer, bis zur nächsten Folge und bis dann. Tschüss.